Hi Leute, ich grüße euch ganz herzlich und je nachdem, wann ihr dieses Video findet, ist es wahrscheinlich schon soweit. Suicide Squad Kill Justice League ist veröffentlicht worden und ich habe für den Start für euch 8 Tipps zusammengestellt, die ich bereits aus der Alpha für euch mitgenommen habe. Da ist unter anderem was dabei für die Hardware, aber auch fürs Gameplay allgemein. Also bleibt dran, denn wir steigen direkt ein mit Nummer 1. Und das könnte euch vor allem bei der Übersicht helfen. Ihr habt in den Optionen die Möglichkeit, die Entfernung der Kamera einzustellen. Wie weit ist die Kamera vom Charakter entfernt? Und ich würde diese Entfernung auf maximal stellen. So hatte ich es zumindest bei der Alpha-Version. Dadurch habe ich eine bessere Übersicht einfach über das ganze Kampfgeschehen bekommen. Und insbesondere im Nahkampf, wo die Kameraführung doch vielleicht mal etwas hektisch werden kann, ist es einfach schöner, wenn man ein bisschen mehr von dem ganzen Geschehen mitbekommt, von der Perspektive. Den zweiten Tipp, den ich für euch dabei habe, ist der Fenstermodus. Ebenfalls in den Optionen bei den grafischen Einstellungen habt ihr die Möglichkeit, auf Fenstermodus zu gehen, anstatt auf Vollbild. Natürlich, ich denke sehr wahrscheinlich nur am PC. Aber diese Einstellung hat bei mir persönlich die Performance erheblich verbessert. Das heißt, wenn ihr eine schwächere Hardware habt oder merkt, dass es bei euch ab und zu ein bisschen ruckelt oder ein bisschen schwieriger läuft, versucht es vielleicht mal mit dem Fenstermodus zu spielen und dann vielleicht eine bessere Spielerfahrung einfach zu bekommen. Dann was Gameplay-bezogenes im dritten Tipp, nämlich Granaten. Granaten sind ein ganz wichtiger Bestandteil eigentlich von diesem Game und auch im Endgame werden Granaten nochmal richtig interessant. Aber ich würde euch generell einfach empfehlen, wenn ihr Granaten habt und ihr eine Situation seht, wo ihr die gut anwenden könnt, besonders wenn viele Feinde auf einem Fleck stehen oder wenn ihr schnell was killen müsst, weil eure Lebenspunkte schon ziemlich gelitten haben, zündet die Granate, haut sie rein, sei es gegen Panzer oder gegen Feindesmengen, sind diese Dinger sehr effektiv und ihr findet dann auch, wenn ihr eure Granaten verbraucht habt, relativ schnell wieder neue. Da würde ich also nicht auf den schwäbischen Modus gehen, wie bei mir hier und sparen, sondern wirklich die Teile auch zünden, wenn man einen Grund dafür sieht. Das nächste ist auch, was das Movement angeht im Kampf. Man hat kein Traversal und man setzt sich dann mit seinem Helden auseinander und bewegt sich durch die Welt und konzentriert sich sehr stark darauf. Da kann es sehr schnell in Vergessenheit kommen, dass man auch noch Ausweichmoves hat, also Ausweichrollen nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten. Ich glaube, bei dem Keyboard war es zumindest beim Alpha-Test die Alt-Taste und die Richtungstaste, wodurch so eine Ausweichrolle zustande gekommen ist. Ich weiß es nicht, wie es jetzt mittlerweile ist oder wie es am Controller gesteuert wird. Aber ihr habt Ausweichrollen und das kann durchaus mal nützlich sein, wenn euch Feinde im Nahkampf attackieren, aber auch wenn ihr schwer unter Beschuss steht, dass ihr einfach mal schnell eine Rolle macht, um auszuweichen. Das kann euch vor sehr viel eingehendem Schaden schützen und somit natürlich auch euren Erfolg ein bisschen wahrscheinlicher machen, denke ich mal. Dann haben wir noch die Konterschüsse. Ich hatte ja kürzlich ein Video gemacht zu den ganzen grundlegenden Mechaniken im Spiel und es gibt einige davon, wie ihr vielleicht schon gesehen habt im Video. Ansonsten schaut gerne in meine Playlist rein zu Suicide Squad. Es gibt jede Menge Videos auf dem Kanal. Der Countershot bzw. Konterschuss ist eine Mechanik, wenn der Feind so kurz gelblich mit so einem Symbol aufleuchtet, habt ihr die Möglichkeit mit einer extra Taste einen Konterschuss zu setzen. Der hat einen Cooldown, das heißt, der eine Konterschuss, den ihr zündet, sollte auch treffen, weil sonst das Zeitfenster vorbei ist und ihr nicht noch einen zweiten Konterschuss direkt hinterherjagen könnt, dann ist dieses Zeitfenster schon vorbei. Ihr müsst es in diesem kurzen Zeitfenster schaffen, den Feind dann zu treffen mit dem Konterschuss, um einfach zusätzlich Schaden zu verursachen und das kann richtig reinhauen und natürlich auch Missionen viel schneller beenden, wenn ihr häufiger Konterschüsse trefft. Diese Erfahrung hatte ich auch bei so einer Herausforderungsmission. Da hatte ich einfach mal einen guten Lauf und habe eigentlich alle Konterschüsse in einer Reihe durch alle gesetzt und ziemlich effektiv getroffen. Und es hat viel kürzer gedauert als bei meinem zweiten Mal Spielen von der gleichen Mission, wo ich viel länger gebraucht habe, einfach weil ich die Konterschüsse nicht gelandet habe oder nicht darauf geachtet habe, diese Konterschüsse zu platzieren. Deshalb, das ist wirklich eine wichtige Mechanik und man kann es nicht genug unterstreichen, dass ihr wirklich guckt, diese Konterschüsse machen einen gewaltigen Unterschied. Als nächstes würde ich euch raten, generell einfach die Talentpunkte zu checken. Schaut immer mal wieder in eurem Charaktermenü vorbei und besonders bei den Talentbäumen. Manchmal habe ich zumindest in der Alpha verpasst, dass ich schon einen neuen Punkt bekommen hatte und habe ihn nicht verteilt. Das kann natürlich auch einen Unterschied machen, ob ihr da 3-4 Punkte drin habt und es gar nicht gesehen habt
verteilt die, dann seid ihr gleich auch nochmal stärker. Und der nächste Folgetipp ist eigentlich in ähnlicher Art und Weise, nämlich die Waffen zu überprüfen, ob ihr nicht doch schon irgendwo Loot bekommen habt, der besser ist als euer bestehender Loot. Und hier noch den extra Hinweis, dass das natürlich auch besonders für eure Bots gemeint ist. Ihr seid ja immer als Viererteam unterwegs, je nachdem aber wer die anderen drei steuert. Kann es einen großen Unterschied machen, wenn ihr solo unterwegs seid und eure drei Bot-Charaktere mit an Bord habt, die bekommen auch Loot. Und wenn die Loot bekommen, habt ihr das bei denen im Menü drin. Schaut also immer mal wieder bei den Bot-Charakteren vorbei, die ihr nicht so häufig zockt oder gar nicht zockt, und guckt, ob die vielleicht irgendwelche Sachen in ihrem Inventar drin haben, die besser sind als die Grundausstattung. Denn natürlich profitieren auch diese Bots von besserem Loot, den die dann ausgerüstet haben, und ihr werdet dadurch eigentlich passiv auch stärker und habt natürlich mehr von deren Performance auch in-game. Und last but not least würde ich euch einfach ans Herz legen, wenn ihr einsteigt in dieses Game. Für mich oder meiner Meinung nach war es nach den ersten groben 10 Stunden im Game hard to learn und hard to master. Normalerweise haben wir es ja eigentlich, dass es easy to learn, aber hard to master ist. Aber hier ist es beides. Also man hat am Anfang, finde ich, es relativ schwer, sich in diese Traversal-Mechanik einzufinden. Je nachdem, wie gut ihr da drauf seid und wie einfach euch so ein Einstieg fällt, mit Controller oder sowas zu steuern. Einfach, es kann sein, es gibt viele, die tun sich sehr leicht dabei. Aber falls ihr zu den Spielern gehört, die sich ein bisschen schwerer damit tun, in so eine Steuerung einzusteigen, dann gebt euch ein bisschen Zeit. Gebt euch 2-3 Stunden vielleicht und beschäftigt euch einfach ein bisschen damit und versucht Spaß zu haben. Und ihr werdet vielleicht merken, je länger ihr euch damit beschäftigt, werdet ihr besser. Und je besser ihr werdet, umso mehr Spaß macht es. Und irgendwann habt ihr das so gut drauf, dass es sich richtig flüssig anfühlt und ihr wirklich ein schönes Kampferlebnis habt mit Bewegen, mit Ausweichen, mit Ballern, mit Konterschuss, mit Granate werfen, mit Gebäude hochrennen, mit teilweise durch die Luft fliegen, mit irgendeiner Traversal-Mechanik. Also lasst euch Zeit, ihr werdet herausfinden, dass es richtig Spaß macht. In den ersten paar Minuten nicht verzweifeln dran, ja? Aller Anfang ist schwer. Aber hier lohnt es sich meiner Meinung nach auf jeden Fall dran zu bleiben. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Einstieg und natürlich dann, wenn ihr mehr Tipps wollt und später auch mal Guides zu diesem Game, guckt gerne bei mir auf dem Kanal vorbei, lasst gerne ein Abo da, wenn euch meine Videos gefallen. Es kommt viel mehr zu Suicide Squad und auf Twitch bin ich auch unterwegs und streame es regelmäßig. Clan haben wir auch, schaut also auch gern vorbei oder kontaktiert mich oder ich blende euch nochmal den Clan-Namen ein und ihr könnt euch dann dafür melden, dass ihr teilnehmen wollt. Würde mich freuen, mit euch auch unterwegs zu sein. Macht es gut, viel Spaß im Game und ciao. We'll be right back.